Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Empyrean, dem Galactic Survival. Es ist mal wieder passiert. Der Server war schon wieder ein bisschen down gewesen. Ja, wir haben so oder so jetzt so allgemein ein bisschen Probleme, weil in Richtung zum Beispiel Prometheum Erzlager, da sind nämlich mehrere Löcher im Boden, die doch ein bisschen tief sind. Da ist nämlich gestern oder vorgestern oder irgendwann jemand reingefallen. Die muss man dann daraus retten. Hier und da sind immer noch so eine viereckigen Blöcke da. Probleme kommen eben, dass mal der Server komplett down ist und ich den eine ganze Weile nicht hochgefahren kriege. Also im Interface steht, ja, ist alles gestartet, ist alles supi. Plus drauf verbinden kann man sich nicht manchmal. Und da hat er jetzt mit der Serverbeschreibung irgendwie kleine ja, Unstimmigkeit gehabt, sag ich mal. Er mochte nicht das, was ich da reingeschrieben habe. Es war jetzt nicht Böses oder sonst was, sondern einfach nur, ich habe hier die IP-Adresse vom TS mit reingepackt und habe einfach davor ein großes T, ein großes S gepackt mit Doppelpunkt, Leerzeichen. Wollte er nicht. Er ist nicht, absolut nicht hochgefahren. Mehrfach versucht, ausgeschaltet eben. So habt dann das TS weggenommen und bup, war sofort da. 10 Sekunden oder sowas war er da. Keine Ahnung, ob es jetzt wirklich daran nach. Ja, dadurch kam ja auch heute, also gestern, die Info, dass da ein neues, schönes Update kommen wird mit verschiedenen Überraschungen. Da habe ich gelesen, oh, große Solarsysteme und hast du nicht gesehen und auch mit Automatik irgendwas eben, also dass man automatische Prozesse bauen kann, dann geht ja dann in Richtung Space Engineers, das wäre ja auch mal richtig tolle Wolle denn. Vielleicht auch mal Block Limit weg etc., dass man da wirklich sich komplett austoben kann. Das wäre richtig super. Das kommt aber alles nicht mit dem 8.3er, denn das wird dann irgendwann später folgen oder nach der Alpha-Phase, so wie sie geschrieben haben. Die 6.3er soll angeblich noch irgendwie August kommen, so wie ich das richtig gelesen habe, aber ein fester Termin steht noch nicht. Na gut, wir haben jetzt ja 14 Tage, nee, nicht mal 3 Wochen, ist noch der August, also demnächst, sage ich mal, wird das kommen. Und da fange ich auch wieder neu an. Also da wird der Server platt gemacht, wird alles bereinigt, komplett neu alles. Da werde ich es dann auch so handhaben, entweder ich mache mir einen Blueprint. Aber ist ja auch blöde gegenüber. Na gut, da lasse ich drüber noch abstimmen, wie die anderen Mitspieler da entscheiden. Entweder mache ich von den Basen Blueprints, setze die denn im God-Mode, so dass jeder wieder das als Start hat. Oder wir fangen komplett alle mal von neuem an. Wenn man wirklich, ich mache so oder so eben, wenn wir komplett neu anfangen, sage ich mal, mache ich schon eine kleinere Variante hiervon, sage ich mal. Also nicht so schön ausgeschmückt oder sonst sowas, sondern rein funktionelle Base. Punkt. Erstmal. Also heißt nur wirklich eventuell hier von 3, 4 von den Schmelzöfen vielleicht 2. Ja, denn ein paar Felder, sage ich mal, nicht ganz so groß, wo ich sage, dass ich wirklich mich darauf konzentriere, dass ich sage, gut, okay, ich mache Fasern, das und das und das brauche ich eben. Dann beschränke ich mich wirklich mal angenommen bloß auf Konserven. Auch mal angenommen Konserven, dann noch ein paar Felder von den Notrationen etc. Und das war's dann. Also da würde ich mich nicht groß irgendwas bauen, sondern da komplett beschränken. Weil ich denn eine komplett große Base denn im Weltall baue. Das ist so denn das Ziel, komplett im Weltall zu bauen, Riesenbase und dann wahrscheinlich auch wieder mit dem Teleporter-System dann arbeiten.
denn aber so machen, dass man wirklich nur von Planet zu Planet reisen kann, sag ich mal. Also, dass man dann wirklich, wenn man denn mal angenommen hierhin möchte oder hierhin möchte, dass ich dann mehrere Be also Stationen dann habe. Weil jetzt in dem Fall, sage ich mal, bräuchte man eigentlich bloß Ninjas, was so der Fall wäre. Na gut, hier Taludar ist zum Beispiel Taludar, dass man dann von Taludar zur Dingsstation, also zur Weltraumstation, denn sich beamen kann und von da aus dann wieder weiter zum Mond zum Beispiel. Dass man da so einen eigenen Raum hat, wo ich dann nur die Tür bedienen kann und die anderen bleiben dann eben nur in diesen Raum gefangen, sage ich mal, zum Beispiel. Als grobe Idee nur mal. Und dann, wenn man nach Omikron reisen möchte, muss man einen Zwischenstopp bei, wie wird das ausgesprochen, Cygnus oder? Kein Plan. Der Planet mit Z eben. Also, das wirklich dann, man nur von Planet zu Planet mit dem Teleporter reisen kann. Eventuell als große Überraschung würde es mich freuen, wenn ich die Dinger bauen könnte und wirklich setzen könnte. Da haben sie ja so gesagt, da wird es ein paar richtig geile Überraschungen geben. Lassen wir uns einfach mal überraschen, wie das alles so denn nachher sein wird. So, apropos sein wird. Ich hatte irgendwo mal gelesen, dass man nicht von dem Dach runterspringt. Ja, ich habe hier wieder ein bisschen was gebastelt. Ich habe aber vorhin, glaube ich, ganz genau, das ist fertig, weil das wollte ich mir einfach mal angucken, wie das aussieht, weil das ja ein Mühlänger ist wie das, was ich schon habe. Und das wollte ich eigentlich in mein Loch da unten reinstellen. Aber wie das aussieht, wie das innen dran aufgebaut ist. Weil das hat, glaube ich, gar keine. So, da geht das komplett auf den. Ah. Habe ich Dings mit? Das hat ja keine Pflanzenmitte, glaube ich, an Bord. Aber oh, das hat Sensorik hier drin. Achso, das sind so ne. Dann machen wir einfach mal hier ein bisschen verwalten. Gucken wir mal, wie. Ach du, der ist ja nicht groß, ey. Der ist ja mal gar nicht groß. Was haben wir denn hier? LCD ohne RAM. Also sollten wir vielleicht mal die Power anschalten. Boah, richtig schön blau. Wenn man gegen ein. Mit Sensoren hier alles. Ja, das sind alles so eine Sachen, wo man sagt, gut, okay. Mit Warp-Antrieb, begehbar hier alles drin. Achso, der kann ich gar nicht runter. Was bist du? Ach, du bist ein Constructor, bist du. Aha. Das ist ja mal interessant hier alles. Dann haben wir hier Klonkammer, denn. Bisschen Dings, der Bumster hier alles. So, hier haben wir die Brücke sozusagen. Geht nur bis hierhin das Licht. Mit Sauerstoff überall schön drinne. Hier nochmal in Dings. Slot for Repair Station. Aha. Noch was drin hier? Ne. Weil hier mal die Anzugsstation. Aber die Repair Station ist ja 2 hoch. O2 Station zu verwenden. Ach, die hat er da hinten. Und den Dings hat er da erste Hilfe, hat er dahin gebaut. Hier Klo natürlich durchsichtig und Dusche. Ach, er hat das auch so rumgebaut. Ja, ist ja auch logisch, ansonsten läuft ja das hier alles raus. Aha. Interessant, interessant, die ganze Geschichte hier. Dann gucken wir mal, wie das Flugverhalten so ist. Achso. So, das ist. Ja, Strom ist da wirklich ein bisschen Mangelware hier.
Wir machen mal hier, da muss ja richtig gut getroffen werden. So, weil wir sind ja in der Aufnahme, wir wollen ja ein bisschen was schaffen. So, Achso, nee. Pop hat's gemacht. Achso, nee, hier drehe ich das nur mit. Achso, ich muss ja. So, mal gucken hier. Das war auch relativ gut gerade drin stehen. Ich sehe natürlich nicht, wie weit der Abstand ist hier. Bup, bup. Gucken wir mal einfach. Wir müssen hoch oder aussteigen, wa? So, wir schalten das aber mal an hier und schalten einfach mal die Schubdüsen aus. Aber dass das hier so schön alles. Das ist doch mal richtig schön hier. Es sollte eigentlich nach vorne und hinten ein bisschen Platz sein. Weil das ist, glaube ich, 26 lang und insgesamt 30 oder sowas. Ist das hier alles komplett lang. Jo. Sieht doch schon mal nicht schlecht aus, wie ich hier geparkt habe. So und so. Alles wunderbar hier. Da ist noch so ein kleiner Krümel. Achso, halt mal. Nein. Hier. Der muss hier noch weg. Das kann nicht sein. Hallo? So. Ja, das ist ein bisschen schwierig, sag ich mal, hier alles auszuheben. Weil sowas werde ich dann auch als Blueprint alles machen, wo ich sage Hangar, etc. und sonst sowas eben. Und dann müssen wir einfach mal zusehen, wie wir da die Allgemeinheit entscheiden, wenn wir mal alle online sind. Und dass wir dann sehen, gut, okay, wie wir es einfach machen. Weil hier werde ich immer noch so Stück für Stück weiterbauen. Eben euch das gegebenenfalls alles ein bisschen zeigen, wie gewohnt immer täglich dann noch die Folgen. Und gucken wir einfach mal, wie weit ich hier komme mit dem ganzen Gebäude. Das ist natürlich meine Ausdauer komplett ruiniert. Eventuell auch, ja, könnt ihr auch mal, ob irgendwas gewünscht ist, was ich zeigen soll, etc. Falls irgendwelche, ja, Fragen sind, wie man was macht oder sonst sowas. Ich bin zwar auch nicht allwissend, aber gegebenenfalls erkunde ich mich denn, weil ich muss auch sehr viel nachschlagen, etc. Weil, ja, man kann nicht alles wissen, ganz einfach. So einfach ist das nun auch wieder nicht. Das ist ja auch schon wieder alles voll hier. Alles schon wieder komplett Paletti hier. Warum hat denn das so gemacht? Ich wollte doch schon sagen, die paar Stück da, die nehme ich doch nicht nochmal extra mit hier. Die wegen 4 Stück renne ich nicht extra. Das ist. Ja, weil ich habe ja jetzt in der letzten Zeit viel, viel Satium mit. Zum Beispiel seht ihr ja abgebaut. Dass ich da auch die Gefechtsblöcke etc. mit craften kann. Aber das kommt dann alles dann wieder in der neuen Welt sozusagen. Dass wir da einfach sehr viel abbauen müssen etc. Aber das geht ja relativ gut, sag ich mal, mit durch die Bergbaugeräte. Da hat man ja nicht so eine Probleme. Weil wenn ich das jetzt hier wirklich handmäßig alles komplett abgebaut hätte, dann würde mich das schon ein bisschen leicht anbrechen. Aber dadurch, dass wir ja eigentlich soweit alle Mann die Bergbaugeräte nutzen, ja, ist das denn doch relativ gut leicht zu farmen. So, sind hier alle aus, dass hier ein bisschen weniger Strom verbraucht wird, ganz genau.
So, essen müssen wir auch schon wieder Balle. Ich brauche aber erstmal eine Bandage. Nicht, dass wir hier irgendwo schon wieder runterfallen. Das wäre nicht so gut. Weil muss ich auch mal gucken. Da achte ich irgendwie nicht drauf. 75% Kraftstoffanteil in den Tanks. So, Bandage. Ja, ich hätte mal allgemein nicht so viel zwischendurch verkaufen sollen. Naja, egal. Aber craften bin ich damit immer ein bisschen faul. Aber ich habe ja auch schon ein bisschen Zeug von dem blauen Zeug gecraftet, wo ich ein bisschen verpeilt war damals, wie was zu machen ist. Oder wie was wirkt. Besser gesagt. So, machen wir hier noch. Wie haben wir denn noch? Sollte reichen bis dahin. Hauptsache die Burger, aber das sind gute McDonald's-Burger, die kann ich eigentlich auch draußen lagern. Solange wieder keine Fliegen ran, bleiben die haltbar bis Ultimo. Ja, weil wie gesagt, ich wollte hier eigentlich noch ein Dings hinbauen, eine schöne Station. Das kann ich ja alles noch mitmachen. Sag ich mal. Hier eine schöne Station, wo man. Ja, wegen der Reparaturstation da vorne, das steuert, dass man da so ein bisschen, ja, Computer und ein paar Leute hinstellt, etc. Dann werde ich mir noch eine neue Teleporterstation ausdenken für Akua zum Beispiel, weil wir haben ja jetzt eine im Wasser, eine halb unter der Erde, eine normal. Dann werde ich noch eine zweite normale mit, ja, mit herstellen. Dass man denn da, dass ich das alles A mal habe, um B das einfach zu nutzen dann. Wo man sagt, gut, okay, wenn man jetzt irgendwo Wasser hat, dann stellt man eben die Teleporterstation hier von Talodau mit rein, dass man dann da schön alles mitmachen kann. Werde denn hier das auf dem letzten Stand denn komplett als Blueprint machen? Ja. Gucke dich mal aus. Die habe ich ja schon mitgemacht. Als Blueprint umgebaut. Die Stromerzeugung habe ich, glaube ich, schon als Blueprint. Können wir ja eigentlich mal mit reingucken, was ich da schon alles so habe. Energietransporter 01, das ist der ganz genau. Das habe ich ja als erstes gemacht. Der Rest ist Base. Arikos, nee, Hamsterrad, Hobenstaffel 6. Welche Staffel sind wir jetzt hier? Ist das Staffel 6? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das war das hier gewesen. Höhe 87 Blöcke könnte möglich sein. Das könnte alles möglich sein. Laserweltall, bla 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 bla. Stromerzeugung hier zum Beispiel. Das ist das kleine Ding hier mit den ganzen Geschütztürmen dran. Ja, groß in Klasse 1. Klar, ist jetzt nicht. Was war denn das hier? Level 3. Achso, da sind ja die verschiedenen Workshops-Sachen. So, das ist zum Beispiel der Teleporter hier in Talodar. Wasser könnte man da noch mit hinschreiben. Teleporter in. Machst du mal sowas hier? Enthält Verbot im Block. Ist klar. So wie Hamsterrad hat der Nara auch, was die letzte Sache war. So. Och. Das war ein bisschen. Ah ne, das. Hä? War das nicht so hoch gewesen? Nur 38 Blöcke. Hoch. Ich habe ja das war höher gewesen. Sind wir ja schon mit unseren 87 Blöcke hier schon relativ gut, ja. Das kriege ich ja nicht alles drauf hier. Dann machen wir mal hier noch. Achso, das macht er so oder so nicht mit. Wie macht man den nochmal hier so? Ja, wie kann man es nennen? Oben. Dreifach. Türme. So.
Jetzt muss man natürlich gucken, dass man da vernünftiges Bild hinkriegen mit. Baupläne. Achso, Dreifachtürme als alles. Ah, das als Hintergrund macht er irgendwie jetzt aktuell. Großen Klasse 32 sind wir, 105 sind wir jetzt hier lang. Warum ist das 114 lang und das jetzt 105? Naja, ist ja uns jetzt erstmal Blockzeit 22.000, da 20.000, also sind wir da noch ein paar dazugekommen. Ja, dann gucken wir mal, wie weit ich mit der ganzen Umbaugeschichte komme und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also, bis dahin denn.